Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Jurassic Battle. Und der erste Kandidat für heute, das ist ein Acrocanthosaurus. Und diesen übernimmt Justin Müller. Und das hier ist der zweite Kontrahent für heute. Das ist der Megalosaurus und davon ganze 2 Exemplare. Und diese werden heute übernommen von Leon und von Lisa. Und der letzte Kandidat für heute. Das ist ein Giganotosaurus. Und dieser geht heute an Lova. Alle Kandidaten sind jetzt hier in der Arena gelandet und sind bereit. Sieht fast so aus, als wenn der Giga und der Acrocanto jetzt hier direkt aufeinander losgehen. Schauen, ob wir jetzt auch kämpfen. Aber das sieht ganz so aus. Da landet der Acrocanto den ersten Treffer gegen den Giga. Die beiden Megalos im Hintergrund, die chillen so ein bisschen. Die halten sich raus. Boah, was ein Kampf der Giganten hier. Der Giga hat jetzt noch 29 Leben und der Acrocanto 75. Also das Duell hat auf jeden Fall der Acrocanto gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Aber so ist das. Und jetzt sieht es fast so aus, als wenn der Megalosaurus sie abstauben will. Ne, der rennt nur einmal dran vorbei und riskiert eine dicke Lippe. Also nochmal Glück gehabt für den Giga, weil der ist wirklich gerade mega geschwächt. Den Megalosaurus kann ich auch so gar nicht einschätzen im Kampf, wie stark der ist. Aber der ist natürlich deutlich kleiner. Der rennt jetzt hier auch eher weg. Also der hält sich raus. Ist wahrscheinlich aber auch smart. Erstmal die Großen machen lassen und dann gucken, was passiert. Ja, der Giga chillt sich jetzt auch hin und ruht sich aus. Sieht aber auch so aus, als wenn er noch heilt. Der hat zwar so ein Leiden mittlerweile, also eine Verletzung. Aber hält trotzdem noch. Das ist natürlich immer bitter, ne? Wenn man kämpft und sich dann so verletzt, dass man halt stirbt. Aber hier sieht es halt gerade noch ganz gut aus für Lova. Der ist hier wirklich am Regenerieren, hat gleich wieder 50 Leben. Und im Hintergrund geht's jetzt hier, glaube ich, los. Acrocanto gegen Megalosaurus. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil hier ist natürlich der Größenunterschied enorm. Aber der Megalo scheint sich hier gut zu schlagen. Also er wehrt sich auf jeden Fall. Oh, jetzt blutet aber doll. Das ist natürlich nicht gut. 24 Gesundheit nur noch. Boah, der ist hier richtig gut am Kämpfen. Aber der macht kaum Schaden. Krass. Also der Agro ist wirklich tanky. Der hat immer noch 75 Leben, obwohl er schon so viel Treffer kassiert hat. Und im Hintergrund geht es direkt weiter. Giga gegen den anderen Megalo.
richtig der gute Kampf bis jetzt. Alle Kandidaten schlagen sich echt gut. Oh, schöner Treffer am Bein. Und das war's für den Giga. Lova ist leider ausgeschieden. Der Megalosaurus hat den großen Giga rausgekickt. Nicht schlecht. Und hat noch 100 Gesundheit. Also Lisa RSC hatte den tödlichen Treffer gelandet. Und der Agrokanto scheint sich jetzt hier ein wenig zu stärken. Der futtert nämlich jetzt hier die Beute. Ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Weil verhungern kann man hier auch, wenn man zu lange nicht isst. Ich hoffe einfach mal, dass die Kämpfe nicht so lange dauern werden. Aber jetzt gerade ruhen sich alle Kandidaten aus. Auch der hier, also der Leon, der ist auch am Regenerieren. Das ist gut, auch wenn der auch eine Verletzung hat. Die beiden stellen sich auf jeden Fall auf und schreien sich schon mal an. Da bin ich jetzt gespannt. Lisa RSC gegen den Akro. Das ist Justin Müller. Oh, und Lisa kassiert hier einen Treffer. Und noch einen Treffer. Oh, der Akro ist stark. Der ist richtig stark unterwegs. Wird jetzt aber auch einmal getroffen. Und irgendwie sind jetzt alle Dinosaurier richtig angeschlagen und am Bluten. Boah, 12 Leben nur noch bei Lisa. Also die hat's richtig erwischt. Aber die regeneriert trotzdem. Das ist gut. Der Agro hat 86 Gesundheit noch. Der hält ja so viel aus. Das ist ja richtig krass. Der hat zwar auch schon hier so Narben und so im Gesicht, aber der hat kaum Schaden bekommen. Heftig. Also ich weiß nicht, wie man den hier besiegen soll. Leon läuft jetzt hier direkt an dem vorbei. Ich glaube, der will was essen. Aber der Agro bewacht das hier so ein bisschen. Ne, geht jetzt aber weg. Okay. Ja, das ist natürlich gut, ne? Der gönnt sich jetzt hier einen Snack. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Ja, die Nahrung ist schon sehr weit unten. Also er hätte ruhig noch ein bisschen mehr essen sollen. Wäre auf jeden Fall gut gewesen, weil je länger der Kampf dauert, desto schlechter wird's natürlich. Wenn man dann im roten Bereich ist, dann regeneriert man, glaube ich, auch nicht mehr so schnell oder gar nicht mehr. Im Hintergrund nutzt jetzt auch Lisa die Chance zum Fressen. Das ist sehr gut. Die ist ja auch sehr angeschlagen, aber da sieht's sogar noch deutlich besser aus, was die Werte angeht. Nahrung, Wasser. Gucken wir nochmal eben hier bei... Ah, Moment. Bei Justin? Ja, Nahrung, Wasser ist auch noch im weißen Bereich. Na, Wasser trinken können die hier leider nicht. Das ist alles nur außerhalb der Arena. Also, wenn das in den roten Bereich geht, dann haben die Kontrahenten hier ein Problem. Oh, mir ist gerade was Interessantes aufgefallen. Guck mal hier auf die Gesundheit, die geht runter. Also hier scheint die Verletzung wirklich schlimm zu sein. Das heißt, je länger Zeit sich die Megalos jetzt lassen, desto besser für die. Jetzt gucken wir, es geht gleich auf 72 runter. Also Justin ist richtig angeschlagen hier. Der sollte jetzt kämpfen, so schnell wie es geht. Weil die Verletzung hat es in sich. Die anderen beiden sind am Regenerieren hier. Lisa ist auch schon wieder bei 50% und die schlafen jetzt hier auch gerade ein bisschen. Ist auch gerade ziemlich klug, muss man sagen. Weil je länger die warten, desto schwacher ist natürlich hier der Agro. Oh, ich glaube, jetzt geht's wieder los. Lisa gegen Justin. Und Lisa landet einen Treffer hier. Das ist natürlich jetzt mega schmerzhaft. Gerade wegen der schweren Verletzung schon. Aber Justin wehrt sich hier. Oh, das ist richtig spannend. Oh, noch ein Treffer von Lisa. Also so langsam geht es, glaube ich, dem Agro richtig schlecht. Aber er hat noch genug Kraft, sich zu wehren. Und die beiden trennen sich hier wieder. Das ist ja krass. 35 Gesundheit und 32. Also mittlerweile ist der Agrokanto richtig geschwächt. Er ist auch so blutüberströmt. Und die Megalos haben natürlich den Vorteil, dass sie zu zweit sind. Das hilft natürlich enorm. Dann kann nämlich gleich einfach Lisa sich ausruhen und Leon, der kann dann angreifen. Alle Kandidaten schlafen jetzt und ruhen sich aus. Und der Agro verliert Gesundheit und auch Leon verliert Gesundheit. Ist auch nur noch bei 28% Leben. 22 beim Agro und 61 bei Lisa, also die ist noch am Regenerieren. Die scheint da echt Glück gehabt zu haben, obwohl sie so viele Treffer kassiert hat. Das könnte jetzt auch ein Kampf werden.
der einfach so ausgeht, ohne dass wir nochmal wirklich einen Kontakt oder eine Begegnung sehen. Aber dann ist es so. Ich spule mal ein bisschen vor. Dann beobachten wir mal das Ganze live. Der Akku scheint sich jetzt aber hier nochmal aufzurappeln. Und die anderen beiden im Hintergrund auch. Die beiden Megalos. Oh, jetzt wird's spannend. Die beiden mega Geschwächten kämpfen jetzt gegeneinander. 8% nur noch bei Leon. Oha. 11% beim Agro. Ich glaube, da werden beide sterben. Das ist krass. Vielleicht sterben die sogar schon, bevor die überhaupt ankommen, weil 3% nur noch bei Leon. Na, das war der Todesstoß für Leon. Leon ist down. Aber das könnte auch der letzte Move gewesen sein von Justin. 7% leben nur noch. Aber Leute, es ist übrigens so, wenn jetzt Lisa als letzte überlebt, dann wird Leon wiederbelebt. Also der ist dann im Finale wieder mit dabei. Keine Sorge. Weil die sind ja ein Zweier-Team. Der letzte Snack. 1% leben. Und Justin, das tut mir wirklich leid. Du hast echt gut gekämpft. Aber das hat leider nicht gereicht. Da gehst du down. Und damit sind die beiden Megalosaurus die Gewinner. Leon XP und Lisa, die als einzige hier noch lebt und schön schläft, haben gewonnen. Ihr beide kommt ins Finale. War ein richtig, richtig spannender Kampf. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an die beiden Gewinner. Wir sehen uns dann im Finale wieder. Und ich würde sagen, falls euch diese Folge von Jurassic Battle gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Und falls ihr bei der nächsten Folge auch mal mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt Hashtag JB in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Mal mit am Start. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.